Hallo und willkommen bei Review Entertainment. Ich mache heute noch meine Review und dann wieder am Dienstag, weil wir haben ja getauscht, der Leo und ich. Heute stelle ich euch den Film vor, Der seltsame Fall des Benjamin Button. Den habe ich erst auf Sky Cinema gesehen, habe deshalb keine DVD oder Blu-ray dazu. Auf jeden Fall erstmal allgemein, also basiert ja auf der Novelle vom Francis Scott Key Fitzgerald. Die Novelle heißt Curious Case of Benjamin Button und wurde hier von David Fincher in einer freien, modernen Weise adaptiert und umgesetzt. Das Herstellungsland des Films ist USA, ist 2008 erschienen und geht 159 Minuten. Wie gesagt, Regie wurde von David Fincher geführt. Ich denke, der müsste eigentlich schon recht bekannt sein durch Filme wie Zodiac, Panic Room, Sieben, Fight Club, Alien 3 oder The Game. Sind ja alles sehr gute und hochkarätige Filme. Kommen wir aber nun zum Benjamin Button, der von Brad Pitt verkörpert wird, und zur Daisy, die von Cate Blanchett gespielt wird. Sind diese zwei Charaktere, die Hauptcharaktere im Film, die sich während des Filmes immer wieder begegnen? Gehen wir gleich auf den Inhalt ein vom Film. Es ist so, als Benjamin Button geboren wird, hat er zwar die Größe und die geistige Entwicklung eines Babys, aber ansonsten weist er alle körperlichen Merkmale von einem sehr alten Mann, also von einem Greis auf. Also er hat körperliches Gebrechen, Alterskurzsichtigkeit, auch ein sehr altes Gesicht. Das Besondere ist bei ihm, im Laufe seines Lebens wird der Körper von ihm immer jünger. So ist mal die Grundvoraussetzung für den Film. Es geht damit los, dass Benjamins Mutter bei der Geburt stirbt und der Vater, der dann sein Baby sieht und völlig entsetzt ist vom Anblick, legt das Baby an der Schwelle von einem Altenpflegeheim ab, weil er eben das Gesicht auch an einen alten Mann erinnert, von dem Baby dann. Ja, der Vater ist ein reicher Fabrikant, muss man noch dazu sagen. Die Betreuerin nun von dem Altenpflegeheim nimmt das Findelkind auf und zieht es eben in ihrem Pflegeheim auf, so als Pflegekind. Benjamin lernt dort eben die 5 Jahre junge Daisy kennen. Sie ist die Enkelin einer Heimbewohnerin und sie wird später eine erfolgreiche Ballerina, also die Daisy. Benjamin wird dann älter und sein leiblicher Vater, der ihn ja damals abgegeben hat, nimmt Kontakt zu ihm auf, sagt ihm aber nicht, dass er sein leiblicher Vater ist. Als Benjamin dann älter ist, ich glaube so 17, 18, verlässt er das Pflegeheim und fährt zur See. Anfänglich hält er noch Kontakt zu Daisy, aber als er ihr dann einen Brief schreibt, in dem drin steht, dass er sich in sie verliebt hat, bricht der Kontakt langsam ab. Dann sind so einige Zeitsprünge drin. Es ist dann das Ende vom Zweiten Weltkrieg und Benjamin kehrt dann zurück nach New Orleans und trifft Daisy wieder und die ist jetzt in einem New Yorker Ballett tätig. Dann, ja, springe ich wieder ein bisschen weiter, weil ich will ja nicht alles verraten. Benjamins Vater spürt halt dann auch, dass er nicht mehr lang zu leben hat und gibt dann zu gegenüber Benjamin, dass er sein leiblicher Vater ist. Und dann reden sie eben miteinander und Vater ist auch, fühlt sich sehr schuldig, weil er eben der Mutter damals versprochen hat, dass er auf das Kind aufpassen wird. Da, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Vater ein reicher Fabrikant ist, ist jetzt dann Benjamin durch das Erbe finanziell unabhängig und er reist dann umher und trifft auch die Daisy, merkt aber, dass sie schon mit einem anderen Mann zusammen ist und reist dann wieder in einen anderen Ort und umher. Dann, was dann wieder so ein Wendepunkt in der Geschichte darstellt, die Daisy wird von einem Auto angefahren und muss dann ihre Ballett-Tanzkarriere beenden. Benjamin bekommt das mit, reist dann zu ihr, um sie zu sehen. Aber sie weist ihn zunächst ab, weil sie nicht will, dass er sie so sieht. Dann kehrt sie einige Zeit später zurück nach New Orleans. Jetzt sind beide, Daisy und Benjamin, so um die 40 und beginnen schließlich eine Beziehung. Jetzt ist so, dass Benjamins Aussehen passt jetzt in dem Moment zu seinem wirklichen Alter. Dann sind sie eben einige glückliche Jahre zusammen und bekommen sogar ein Kind. Und jetzt wird Benjamin immer mehr klar, weil er ja weiß, er wird jetzt immer jünger, dass er für sein Kind kein guter Vater sein kann. Beziehungsweise, weil er immer jünger wird, geht's einfach nicht. Und dann verlässt er die Familie, hinterlässt ihnen aber einen Teil von seinem Vermögen und er reist dann in der Welt umher.
So einige Zeit später, als seine Tochter dann schon ein Teenager ist, kommt er wieder zurück, um Daisy nochmal zu treffen. Diese hat wiederum geheiratet und ist jetzt schon in ihren späten 50ern. Der Benjamin Button schaut jetzt optisch aus, wie wenn er 20 wäre ungefähr. Und die Daisy verbringen nochmal eine letzte Liebesnacht miteinander. Danach trennen sie sich aber endgültig. Benjamin wird dann immer noch jünger und ist jetzt äußerlich dann schon ein Kind. Und jetzt kommt dann so der Rahmen vom ganzen Film. Er wird jetzt dann wieder in dem Altenheim aufgenommen, in dem er aufgewachsen ist. Und das wurde von der Tochter von seiner Pflegemutter von damals übernommen, das Altersheim. Und ganz zum Schluss, als Daisy alt ist, zieht sie in das Altersheim und pflegt dort eben den inzwischen zum Kleinkind und Baby gewordenen Benjamin. Und ja, das Ganze ist eigentlich nur so eine Rückblende, aber das verrate ich jetzt nicht genau, wie das dann im Film initiiert wird. Gehen wir, nee, noch ganz kurz. Es gibt ein paar Unterschiede vom Film zur Novelle. Bei Fitzgerald in der Novelle ist Benjamin Button zu Beginn auch von der Körpergröße her ein alter Mann. Und es ist auch die Epoche und der Ort wurden geändert. Und der Film ist eher eine Liebesgeschichte. Das ist aber bei Fitzgeralds Novelle nicht so. Gut, dann schon auf die positiven Aspekte. Die Masken und Effekte, wie man dann Brad Pitt auch als alternden Mann sieht oder als Baby mit dem Gesicht von dem alten Mann, sind wirklich sehr, sehr gut gemacht. Die Geschichte berührt und sehr gut erzählt. Brad Pitt ist da in der Rolle, geht er wirklich auf. Also man nimmt ihm das schon ab, dass er damit umzugehen weiß als Charakter, dass er während seinem Leben immer jünger wird. Der Film ist einfach sehr unterhaltsam, wird zu keiner Zeit richtig langweilig. Die Synchronsprecher sind mir im Film positiv aufgefallen, passen perfekt zu den Rollen und geben das auch schön wieder, die Gefühle der jeweiligen Protagonisten. Für mich jetzt war es eine neue und interessante Geschichte, weil ich kannte die Novelle davor nicht. Und man will natürlich auch wissen, wie geht denn der Film aus? Wie kann das dann sein, wenn er am Ende wieder immer jünger wird? Also dann Richtung Baby wieder, was passiert denn mit ihm eigentlich? Negativ, er ist natürlich mit seinen 159 Minuten relativ lang, ist mir ein bisschen zu lang. Es entstehen zwar keine richtigen Längen, trotzdem denke ich, man kann hier und da etwas straffen. Dann bin ich jetzt nicht so der größte Fan von so Liebesgeschichten und es ist schon viel Romantik drin, aber das sieht natürlich jeder anders. Und dann zum Beispiel auch die Sache, die Tochter von der Daisy, es ist mir aber nur so nebenbei aufgefallen, was macht sie eigentlich in der ganzen Zeit, während man nur mit Daisy und Benjamin sieht, das wird dann nicht so ganz behandelt. Wegen diesen paar negativen Punkten würde ich auf jeden Fall 8 von 10 geben, dem Film. Und das war dann meine Review heute und am Dienstag kommt dann schon die nächste.